bin Patrick Kral und ich bin Leichtathlet. Meine Spezialdisziplin sind die 3000 Meter Hindernis. Auf, Patrick! Schön die Beine hoch, aufrecht bleiben und ziehen. Ja, so ist gut. Mein Name ist Klaus Kahl. Ich bin der Abteilungsleiter Leichtathletik beim TV Ochsenfurt und trainiere eine Läufergruppe. Unser Aushängeschild im Läuferbereich ist Patrick Kahl, der von mir betreut wird, sowohl als Trainer wie auch als Vater. Patrick absolviert jede Woche ca. 5 bis 8 Trainingseinheiten und bereitet sich in diesem Jahr auf die Jugend-Europameisterschaften in Schweden vor. Er ist im deutschen Leichtathletikkader und wird sowohl vom Bayerischen Leichtathletikverband wie auch vom Deutschen Leichtathletikverband unterstützt. Die Fördermaßnahmen machen sich im Augenblick durch Trainingslager und Vorschläge für bestimmte Wettkämpfe bemerkbar. Patrick bereitet sich jetzt auf die Qualifikation für die Europameisterschaften vor. Die findet am Freitag in Regensburg statt. Dort muss er 3000 Meter Hindernis laufen. Die Qualifikationszeit ist 9 Minuten 2 Sekunden. Also auf, Patrick, gehen wir zum Training. Circa 10 Jahren. Wir haben uns das letzte Mal gesehen in Frankfurt. Bist du gute 10 gelaufen? Habe ich schon gedacht, Mensch, der hat was drauf. Ein gutes Grundlagentraining. Heute hast du es wieder gezeigt. Also ich glaube, guter Form kannst du nach Lüningen fahren. Ja, ich denke auch. Der Titel muss verteidigt werden, denn Chancen wirst du auch haben. Und was sind die Ziele für die Bahnsaison? Natürlich deutsche Meisterschaft zu verteidigen, Hindernis. Ja, also auf jeden Fall den deutschen Titel versuche ich zu verteidigen und eventuell mich für die U20 WM. Also Eugene, da wollen Sie alle hin, da drücke ich dir ganz dick den Daumen. Das wird im Juli sein, ich glaube am 12. Juli oder irgendwann. Viel, viel Erfolg. Patrick Kahl!